uns. Jetzt lass uns das nicht wieder verkacken, sonst wird das nichts mit dem Werbevertrag. Ihr drei zuerst und ich danach. Und passt auf, dass ihr euch nicht in die Quere kommt. Wenn ihr euch gegenseitig abschießt, kann ich die Bilder nicht gebrauchen. Oh, okay. Das ist der letzte Sprung heute. Das Wetter schlägt um, meine Front kommt rein. Alles gut? Auf geht's! Permission to land. Hallo? Können Sie mich hören? Ach du, das gibt's doch nicht. Hallo? Gestern kein Strom, heute kein Wasser, super. Andreas? Ja. Oh, zu laut? Zu langsam. Okay, was hat er angestellt? Frank hat mir gar nichts angestellt. Er stellt dauernd ab. Das Wasser, den Strom. Verstehe. Nein, du verstehst es nicht. Dein Vater braucht jemanden, der sich ab und zu um ihn kümmert. Keiner baut allein ein Haus. Das sind nur ein paar Fremdenzimmer. Das hat dein Vater auch schon gesagt. Vor 7 Monaten. Er macht das ganz gut. Ah, so ein Dreck, so ein Verdammter! Er kriegt das schon hin. Ganz sicher sogar. Entschuldige, sieht nach einem Einsatz aus. Geh in die Berge retten. Toni, was gibt's? Am Wochenende helfe ich ihm.
Bildschirme. Willst du mich beleidigen? Hinterm Sitz, du Schisser. Also, raus, einsammeln, einsteigen und wieder weg. Ich halte genau an der Bahnsteinkante. Dann haben wir verloren. Ihr habt 2 Minuten maximal, gell? Dann los. Was machst du denn hier? Ich hab die Frau hier gefunden. Kennst du sie? Was ist los mit ihr? Ich hab keine Ahnung. Sie ist nicht ansprechbar. Steig in den Helikopter. Aber ich kann... Steig in den Helikopter. Bergrettung Ramsau. Könntest du mich hören? Hallo. Keine Angst. Wir helfen Ihnen. Joss, Anschnallen, Helm auf! Leute, wir müssen hier weg. Und zwar sofort. Es wird wettermäßig zu heikel. Das Unwetter zieht genau zu uns rüber. Es sind äußere Verletzungen. Den offenen Bruch am Unterarm. Und außerdem ist sie schwanger, Michel. Wir können sie nicht einfach hochgepackt nehmen. Meine Fresse. Was ist eigentlich an sofort denn zu verstehen? Wir müssen hier weg. Und zwar sofort. Michel, wir müssen sie erst stabilisieren. Dann können wir sie auf die Trage legen. Ja, das kann schon sein. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Max? Scheiße, scheiße, scheiße. Du schau dir mal die Wolken an. Ich kann ja nicht im Blindflug heimfliegen, oder? Hallo? Jetzt macht's schon, komm! Michi, sie ist nicht transportfähig. Das ist zu gefährlich für das Kind und zu gefährlich für die Frau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Andreas? Die bekommt ein Kind? Ich weiß, sie ist schwanger. Sag mal, was machen die da eigentlich? Na, na, na. Nicht nur schwanger. Die bekommt ein Kind und zwar jetzt. Okay, okay. Du, das ist alles andere als okay. Die kann doch jetzt hier kein Kind bekommen. Wunderbar, gut, dann sag du's ihr. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ihr könnt jetzt einsteigen oder ihr müsst hier bleiben. Verstanden? Okay, wir können sie nicht mitnehmen. Das ist zu gefährlich für das Kind und zu gefährlich für die Mutter. Ihr fliegt und wir bleiben hier. Okay. Alles raus, was nach Medizintechnik und Versorgung aussieht. Los, Beeilung, Joss! Ich kann doch auch hier bleiben und helfen. Glaub mir ein bisschen Andreas alles, aber bestimmt keine Hilfe. Schwangere Frau. Allein im Berg. Ich glaube, die Frage ist eher, hast du sowas schon mal gemacht? Mhm. Okay. Der Fallschirm. Wir bauen aus dem Fallschirm ein Zelt. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist okay.
Bea, alles klar? Ja, wieso? Du bist doch Hebamme. Du gibst doch da diese Geburtsseminare. Ja, mit anderen Worten, die Jungs haben wir schwer verletzt im Berg. Und die kriegen jetzt gerade in dem Augenblick ein Kind. Also auf geht's. Ja, genau, so wollte es eigentlich auch sagen. Bea, endlich! Gott sei Dank! Ist die Frau bei Bewusstsein? Ich glaube, sie kann uns hören. Aber die wird völlig apathisch. Hat einen offenen Bruch am rechten Arm. Und eine Platzwunde. Hinten am Kopf. Sie hat Wehen. Versucht zu pressen. In welchen Abständen? Eine Minute. Eine Minute ungefähr. Haben die den Koffer oben? Ja klar, alles aus dem Hubschrauber. Gut, Jungs. Desinfiziert eure Hände. Das ist die Flüssigkeit, die im Einsatzkoffer ist. Im ersten Fach. Und behandelt alles damit, was mit dem Baby in Berührung kommen könnte. Habt ihr das verstanden? Okay. Das ist jetzt mal nicht böse, aber wenn sie mich braucht, ich bin drüben, ja? Weichei. Pressen! Pressen, pressen, pressen! Okay, okay. Ihr müsst sie unterstützen. Haltet ihr den Kopf und presst mit ihr. Pressen, pressen! Pressen, kräftig pressen! Komm ja, schon! Gut. Pressen, pressen, gut! Pressen. Ja. Atmen und pressen. Weiter geht's, los! Wenn wir einen Nachtaufstieg organisieren würden, hätten wir auch erst morgen früh bei Ihnen an. Das hat keinen Sinn, schon gar nicht bei dem Wetter. Ja, und dich kriegen wir in deinem Zustand da auch nicht hoch. Atmen und pressen, 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 okay? Pressen. Okay. Ja. Kräftig gut. Pressen, pressen. Okay, gut, gut. Okay, kräftig, kräftig. Weiter pressen, pressen. Ja, gut, wunderbar. Gut so. Okay. Wo ist der Kopf? Bea, der Kopf ist da, aber... Jetzt passiert nichts mehr. Weiter pressen, atmen, pressen, atmen, pressen, atmen, pressen, atmen. Pressen, pressen, ja, pressen. Weiter pressen, ja, ja, komm. Komm, 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 komm. Du musst auf jeden Fall eine Infusion setzen. Ja, okay. Pressen. Weiter, ja. Die Kennnummer 343. Was? 34 was? Kennnummer 343, aber erst, wenn das Kind abgenabelt ist. Okay? Alles klar. Atmen. Puh. Puh. Atmen. 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 Gut. Ganz ruhig atmen. Okay. Okay. Gut. Gut. Okay. Okay. Und pressen. Pressen. Probier's. Kopf halten. Und pressen. Und pressen. Und pressen. Kräftig. Gut. Kräftig. Bleib, bleib. Gut. Gut. Kräftig. Noch einmal! Noch einmal! Okay. Noch mal, noch mal. Da ist es! Da ist es! Ganz ruhig! Okay. Ganz ruhig! Ja! Okay. Ja. Okay. Jetzt abnabeln. Sauber. Toni, kommen! Andreas, wenn ihr mich hören könnt, wenn euch die Frau weggeht, ihr müsst die Infusion drücken. Drückt die Infusion schnell!
Okay. Sie ist da. Puls. Sie ist wieder da. Wir haben sie wieder. Mann, Mann, Mann. Ey. Ganz ruhig. Es ist alles gut. Wunderbar. Es ist doch nicht Jos, oder? Was? Der Vater deines Kindes. Irgendwann musst du es mir sagen. Nee, Toni. Weiß denn der Vater, dass er der Vater ist? Toni. Ich meine ja nur, ich will ja nur nicht der Letzte sein, der es erfährt. Wirst du nicht. Gut. Ja. Also, wir holen euch bei Sonnenaufgang da oben ab. Haltet so lange. Guck. Tobi. Sie ist verheiratet. Sie hat irgendwas von dem Max erzählt vorhin. Der Mann sein, oder? Müssen wir suchen. Wann wird die Frau wieder wach? Das kann ich dir nicht sagen. Die Not-OP wird das zeigen. Und was ist mit dem Baby? Da haben wir alles richtig gemacht. Was das angeht, hatte die Frau großes Glück. Morgen, muss mit dir reden. Ich hab zu tun. Um deine Ruine geht's ja auch. Aber du wirbst mit den Leistungen meines Hotels. Das lässt du auf der Stelle bleiben. Sofort. Elektrischer Ofen, Tourismusbüro. Ist aber schön geworden. Mir ist es doch vollkommen egal, wer da in deinem Scheißladen hängen bleibt. Warum regst du dich dann so ab? Schlägst du deinen Blutdruck? Ja. In unmittelbarer Nähe zum Wellness-Ressort Herbrecht. Shuttle-Service zum Thermalbad und zur Saunalandschaft. Das meinst du? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich diese primitiven Typen, die bei dir unterkommen, in mein Hotel lasse. Du hast für die Errichtung des Thermalbades Zuschüsse kassiert. Ja und? Zuschüsse. Öffentliche Gelder. Weil, wie heißt das so schön in deinem Antrag, die Errichtung des Thermalbades im öffentlichen Interesse steht. Im öffentlichen Interesse. Daher kann die Öffentlichkeit ja auch bei dir baden. Und ich und die anderen Typen, die hier wohnen, werden das auch tun. So. Und jetzt verschwinden. Passiert?
Wir sprechen uns noch. Worauf Sie sich verlassen können, Herr Bademeister. Sturer Hund, du. Muhackelträger da. Sie war dort oben allein? Kann man in ihrem Zustand kaum glauben, ne? Und niemand vermisst sie. Ihr habt also keine Spur. Naja, das ist die Spur. Es gibt wohl einen Max, aber der wird auch vermisst. Also wird derjenige vermisst, der sie eigentlich vermissen sollte. Du glaubst also, da ist noch jemand im Berg? Ja. Eine hochschwangere Frau allein da oben? Glaube ich nicht. Das ist noch nicht vorbei. Gut gemacht. Sag mal, wusstest du, dass Joss ein Ramsau ist? Nee. Er hat immer wieder angerufen oder geschrieben. Ich habe mich aber nie gemeldet. Der weiß ja noch nichts von seinem Glück. Lass den Verrückten laufen. Immerhin hat er die Bergrettung gerufen. Und er sah gut aus. Überhaupt keinen Beleg dafür, dass hier draußen noch irgendwo jemand ist? Eine hochschwangere Frau allein auf dem Berg. Das stimmt irgendwas nicht. Da hat Andreas schon recht. Also, ihr sucht aus der Luft weiter und Tobias und ich gehen runter zum Fundort. Franz, musst du denn wirklich alles selber machen? Ja, was soll ich denn machen? Die Schreinerei hat mich hängen lassen. Keine Türen, keine Zargen, kein Fußboden, nix. Dann suchst du halt einen anderen Schreiner. Ja, aber wie denn? Ich habe denen 100% Vorschuss bezahlt und dir 0% geliefert. Du hast ihnen vorher alles bezahlt? Ja, es war günstiger. Ach, so ein Scheiß. Franz, lass das. Ich mach das. Wenn du das Wasser wieder anschalten würdest, dann könnte ich uns einen Kaffee machen. Das ist sehr lieb. Danke. Also, was bringt eine schwangere Frau hierher? Angst. Vielleicht ist sie geflohen. Vor wem? Es gibt diesen Max. Und sie ist verheiratet. Vielleicht ist sie vor ihrem Ehemann geflohen. Ja. Soll man Jost das Ding einpacken? Das kann er sich selbst abholen. Oder wenigstens hat er diesmal nicht total versagt. Komm, dem wird's auch beschissen. Schau mal, solche Schnipsel hatte die Frau auch in der Hand. Du, die sind von unserem Hotel. Solche Notizblöcke liegen in den Gästezimmern. Wer darauf was schreibt, müsste auch bei meinem Vater eingecheckt haben. Das ist gut. Das ist eine Spur.
immer noch eine Runde? Kann ja nicht schaden. Ja. Wir hatten nur eine Schwangere bei uns zu Gast. Ich habe das Paar selber empfangen. Ah ja, hier. Sabine und Alexander Baumann. Haben aber gestern schon ausgecheckt. Also suchen wir den Ehemann. Aus der Adresse. Druck mal das aus, bitte. Ist die Handynummer eingetragen? Ja. Für die Ordnung geschickt ist Bär, die wird sich drum kümmern. Wenn Alexander der Ehemann ist, wer ist dann Max? Naja, die hätten ein Zusatzbett in der Honeymoon Suite. Also ist Max ein Kind? Das heißt, wir haben zwei Vermisste. Und die Honeymoon Suite? Ja, war wohl ihr Hochzeitstag. Die Baumanns haben damals vor 10 Jahren bei uns im Ballsaal ihre Vermählung gefeiert. Alles klar. Bier? Ich habe die Daten bekommen. Beide Handys sind eingeloggt. In der Funkzelle gibt es aber nichts aus einer Menge Berge. Das ist auch ein bisschen genauer. Naja, die einzige Hütte ist die Feichtner Hütte. Nimmst du die Koordinaten? Ich bin gerade nicht im Büro. So geile Fußball. Wunderbar. Warte, was machst du denn hier? Naherholung. Aber unbesorgt, ich habe alles im Griff. Aber was willst denn du hier? Gute Frage. Ich geh baden. Ja, du gehst baden, hä? Du gehst nicht baden, du gehst unter, du Lump. Ich hoffe, die Wassertemperatur stimmt. Du, ich ersäuf dich da drin, das schwör ich dir. Ich dachte, ihr habt euch wieder lieb. Ihr habt mir die Koordinaten durchgegeben, wo die Baumanns zuletzt waren. Okay. Ich muss mich einfach wieder mehr um die Gäste kümmern. Thank you.
hier sein. Die einzige Hütte in der Gegend. Hallo? Wählen wir Ihre Nummer. Oder seine. Find mal raus, wenn die Hütte gehört. Mach das. Steckt aber schon so ein kleiner Einbrecher, oder? Ach du Scheiße! Was ist? Nichts. War ein Scherz. Die waren hier, so viel steht fest. Es gibt keine Vermisstenanzeige. Er selbst ist verschwunden. Er hat sie nicht gesucht. Sie hat ihn gesucht. Hier. Schau es mal an. 4.2001. Ist bei uns im Hotel. Was war nochmal heute? Bist du fertig? Nee. Das hat uns gestern gut geschmeckt. Das war auch gestern. Hey. Es ist mindestens 8 Jahre her. Es ist eine alte Einrichtung. Bist du fertig? Sie wiederholen wirklich ihre Flitterwochen. Romantisch. Aber ohne Happy End. Diesen Notizblock aus eurem Hotel. Mhm. Das ist ein Abschiedsbrief. Was? Der Mann will sich umbringen. Deshalb hat er auch das Handy hier gelassen, damit man ihn nicht orten kann. Boah. Sieht echt übel aus, ey. Das ist die Mailbox von Hans Baumann. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton.
Die suchen nach mir. Die werden mich finden und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann es nicht beenden. Ich schaff's einfach nicht allein. Bitte ruf mich an. Sehr gut. Ich bin Andreas. Das da unten, das ist mein Kollege Tobias. Kommst du runter zu uns? Okay. Sag mal, was hat deine Mutter denn zu dir gesagt, dass sie weggelaufen ist? Dass ich hier bleiben soll. Was so Schlimmes passiert, wenn ich nicht warte. Naja, aber du hast hier gewartet. Nee. Und wann kommt Mama wieder zurück? Deine Mama ist im Krankenhaus. Durst? Aber es geht dir gut, mach dir keine Sorgen. Sie muss sich nur ein bisschen erholen. Und sobald sie aufwacht, bringe ich dich zu ihr. Okay? Papa ist weggegangen. Er hat geweint. Hast du das Video gesehen? Deine Ma hat deinen Papa gesucht. Die hat sich Sorgen gemacht. Und jetzt helfen wir bei der Suche. Hey. Geh mal her. Bergrettungsdienst Österreich. Genau. Und so eine schicke Jacke kriegt man nur dann, wenn man all die Menschen in den Bergen wiederfindet, die irgendwann mal verloren gegangen sind. Aber Papa kommt nicht zurück. Probier die mal an. Hier. Der Kleine hat einen Onkel, Hans Baumann. Das ist der Bruder des Vaters. Die wohnen alle zusammen auf einem Hof. Also für Sabine war es die Wiederholung der schönsten Tage ihres Lebens. Ihre Hochzeit. Ja, und für Alexander war es der Abschied von der Familie. Und wieso hat sie nicht uns oder die Polizei gerufen? Das wäre doch logisch. Schock, Panik. Die hat uns gesehen, hat den Zettel zerrissen, weil sie wusste, dass sie ihren Mann sowieso nicht aufhalten konnte. Und sie wollte verhindern, dass wir von Selbstmord ausgehen. Lebensversicherung? Lebensversicherung, ganz genau. Aber was für ein Mensch macht sowas? Jemand, der seine Familie absichern will. Und der hat es genau geplant. Der ist nicht irgendwo in dem Berg. Der hat ein ganz bestimmtes Ziel. Jede Wette. Sei mir ehrlich. Unsere Chancen stehen mir als schlecht. Nicht unbedingt. Vielleicht hat er es noch gar nicht getan. Das kostet bestimmt Überwindung. Ich weiß, dass das für dich mehr ist als ein normaler Rettungseinsatz. Du warst auch ungefähr 10, als das damals passiert ist. Das ist ein ganz normaler Rettungseinsatz für mich, okay? Ist in Ordnung. Ja, da müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal die Polizei informieren. Mach das. Ich bring den Kleinen zusammen, Onkel. Hast du die Adresse? Vater, was gibt's?
So ein Sauhund stinkt mir einfach meine Sachen. Was hast du nach deinem Auftritt beim alten Herbrichter erwartet? Werf den gar nicht. Mir wurde mal das Taschengeld im Freibad gestohlen. Aber sicher nicht alle deine Kleider. Das ist nämlich kindisch. Das ist genauso kindisch, wie jemand die Luft aus dem Fahrrad auszulassen. Ja, das ist kindisch. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen. Für Tee brauche ich Wasser und Strom. Das ist dank Franz eine doppelte Herausforderung. Hm? Magst du noch einen? Ich weiß doch auch nicht, was richtig ist. Keine Ahnung. Wenn du so viel drüber nachdenkst, weißt du die Antwort doch schon längst. Ja, zu einer Familie gehört ein Vater. Ja, natürlich geht's auch ohne. Aber du kennst Jost doch noch gar nicht richtig. Gib ihm eine Chance. Das ist der Sohn von Baumann. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, feine Firma. Ja. Hier wohnt dein Onkel. Nee, Hans wohnt da hinten drin. Hier wohne ich mit meinen Eltern. Aha. Du bleibst im Auto sitzen. Ich glaube, die macht so einen Startbummel. Zu Klavier? Nee, mein Onkel. Grüß Gott. Grüß Gott. Wer sind Sie? Wer ist mein Teller? Grüß Sie. Er ist Bergretter. Und Sie sind Hans Baumann. Max Onkel. Der Bruder von Alexander, richtig? Max, gehst du bitte auf dein Zimmer? Womit kann ich dienen? Womit Sie mir dienen können? Wo ist Ihr Bruder? Woher soll ich das wissen? Sie schicken den Jungen auf sein Zimmer, also wissen Sie ganz genau, was hier läuft. Er hat es also wirklich getan. Wie geht's meiner Schwägerin? Ihre Schwägerin hat versucht, ihn aufzuhalten. Alexander ist mein Bruder. Er hat eine Entscheidung getroffen und ich respektiere das. Ja, hören Sie mal zu, das ist doch Quatsch. Noch haben wir eine Chance, Ihren Bruder Alexander zu retten, verstehen Sie? Nein. Sie haben keine Chance, ihn zu retten. Das weiß er ganz genau. Wo ist er? Er hat mir nichts gesagt, damit ich keine Probleme bekomme. Ja Gott, noch mal, warum sollte er sich umbringen wollen? Der hat eine Frau, der hat eine Familie. Kommen Sie mit. Alexander hatte in den letzten Wochen immer wieder starke Kopfschmerzen. Irgendwann habe ich ihn dann ins Krankenhaus geschickt. Alexander hat Krebs. Der Tumor ist nicht operabel. Es hat ihn getroffen wie ein Schlag. Ich muss dem versprechen, dass ich zu niemandem etwas sage. Er will nur noch das Beste draus machen. Das Beste? Max' Mutter liegt im Krankenhaus. Ihr geht schlecht. Ist das das Beste? Sie wollen ihn retten, aber das können sie nicht. Sie können nur helfen. Alexander wollte, dass seine Familie versorgt ist. Wir haben über die Firma eine Unfallversicherung abgeschlossen. Darum, bitte verraten Sie uns nicht. Dafür ist es jetzt zu spät. Überlegen Sie sich das. Sie haben doch Erfahrung mit Schicksalsschlägen, oder? Bestimmt ist Papa auf dem Terra-Plateau. Da kann man gut nachdenken. Max, ich hab doch gesagt, du sollst auf deinem Zimmer bleiben. Max?
Max? Du bist mit deinem Vater an dem Berg. Ja, wir üben Klettern. Ich bin schon ziemlich gut. Wir waren mit dem Helikopter schon da oben. Da ist dein Vater nicht. Aber wir waren immer dort zusammen. Ja, kannst du dir vorstellen, dass dein Vater ein anderes Ziel genommen hat? Nein, wir waren immer da. Max, dein Vater ist nicht dort. Ist Papa tot? Komm, geh wieder rein. So, Sie wissen Bescheid. Ich bitte Sie nochmal, verraten Sie uns nicht. Es geht auch um seine Zukunft. Kannst du bitte noch mal eine Runde über dem Tacha-Plateau drehen? Wo waren wir doch schon, Andreas? Ich weiß, tu mir den Gefallen, ich hab's versprochen. Bitte. Also geht die Suche weiter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir so auch helfen. Der Rudi macht die Maschine voll, dann fliegen wir los. Aber beeilt euch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Ciao. Was hast du mit den Lausbuben von der Tischlerei zu tun? Hans und Alexander, die Baumann-Brüder. Wieso die Lausbuben? Hast du nicht seine Finger gesehen? Da war er der Hans, 14, 15, und der Alexander ein paar Jahre jünger. Und die zwei hatten wirklich nur Unsinn im. Und einmal waren sie allein in der Werkstätte, wo sie ja nie hätten sein dürfen. Und der Alexander wollte den Hans an Streich spielen, hat ihn erschreckt. An der Säge. Und dabei hat er sich die Finger abgeschnitten. Ich meine, es war für jeden schrecklich gewesen, aber für den Hans war es eine Katastrophe. Der war ein Genie. Der hat ungeheuer toll Klavier gespielt, war in Salzburg am Musikgymnasium und wollte immer so in die Welt hinaus. Schönes Bub. Natürlich nach der Geschichte. Was mit dem Klavier vorbei, ein für alle Mal. Ja, aber trotzdem leben die beiden hier zusammen noch auf dem Hof, oder? Brüder, nicht? Familie. So, dürfte ich jetzt vielleicht nach Hause? Ich glaube, ich pass ein bisschen auf dich auf. Wer weiß, was du sonst wieder anstellst. Wenn du dich lange spielst, fahr ich in der Badehose mit platten Reifen zum Hof.
unser Wasser läuft doch wieder. Was ich mache, zeigen werde ich dir. Das mache ich. Entschuldigung. Den Anruf oder den Verrückten? Verena. Deine Unbekannte ist bei Bewusstsein, ihr geht es gut. Kann ich mit der Frau reden? Ja, Andreas. Sie ist wach. Sehr gut. Ach, herrje. Soll ich den Kerl wegschicken? Nee. Was willst denn du hier? Du bist ja... Du bist... Schwanger, ja. Ich bin dann mal da drüben, ja? Das ist ja... Toll! Freut mich für dich. Wer ist denn der Glückliche? Du bist der Vater, Jos. Bist du sicher? Ich meine, ist das sicher, dass ich der Vater bin? Verpiss dich. Das war eher am besten. Arschloch! Arschloch ist dann mein Stichwort. Hast du nicht gehört? Du sollst dich verpissen. Mach's gut sein, Rudi. Alexander war einfach weg. Er war am Abend davor. Melancholisch irgendwie, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Am Morgen habe ich den Brief gelesen und bin los. So schnell ich konnte. Was ich nicht verstehe, haben Sie sich verirrt? Oder was ist da passiert? Ich war in Panik. Irgendwann hat sich alles gedreht und ich bin gestürzt. Mehr weiß ich nicht mehr. Hallo? Max, komm her zu mir. Mama. Hast du dein Schwesterchen gesehen? Ja. Ist genauso süß wie du damals. Ich wünschte, Alexander hätte seine Tochter noch gesehen. Wieso hilfst du dann, Papa wegzulaufen? Wusstest, was Alexander vorhat? Sabine, reg dich jetzt nicht auf. Du hast ihn nicht abgehalten. Hast du den Verstand verloren? Er wird sterben, verstehst du das? So oder so ist was seine Entscheidung. Du hast mir nichts erzählt? Du magst es? Er ist mein Bruder. Ihr sollt nicht streiten, ihr sollt Papa suchen. Max, kannst du bitte kurz draußen warten? Ja. Komm. Danke. So, wir warten erst hier. Aber wir müssen doch Papa suchen. Ja, da hast du vollkommen recht, aber setz dich erst mal. Er ist mein Ehemann. Ich konnte mich nicht bei ihm verabschieden. Und er wird seine Tochter nicht sehen. Sabine, hör mir einfach zu. Nein! Du hast es immer verstanden, dich zwischen uns zu drängen. Ich will doch auch nur das Beste für euch. Du Heuchler. Du bist von Neid zerfressen, immer schon. Alexander, deine Familie, du nicht. Er hat die Schreinerei geerbt, du nicht. Und du hast uns dafür. Entschuldigung. Ganz kurz auf den Jungen aufpassen. Das ist der Max. Und der Unfall und deine Finger. Er ist doch heute noch schuld, dass du nicht der große Meister geworden bist. Frau Baumann, ihr Sohn sitzt direkt vor der Tür. Ich habe ihm gesagt, du bist Gift. Glaub doch, was du willst. Ich muss mal, wo ist denn das Klo? Gleich da vorne rechts. Okay, ich gehe kurz und dann gehe ich wieder rein zur Mama. Sie müssen nicht warten. Okay, kleiner Mann. Was ich. Ich will, dass er seine Tochter sieht. Und ich will ihn in den Arm nehmen. Der Kleine kommt gleich wieder rein. Ich muss warten. Ich habe ihn von dir gewarnt. Raus. Alle Mann raus. Und er hat auf dich gehört. Und er bringt ihn das um. Der Tumor bringt ihn um. Sonst gar nichts. Raus. Entschuldigen Sie,
die Nerven. Übrigens, wir müssen weitersuchen. Entschuldigen Sie, haben Sie hier einen kleinen Jungen gesehen? Alexander? Hans! Hans, hast du meine Nachricht nicht gehört? Tut mir leid, nein, ich habe gedacht, du bist schon... Ich schaff's nicht allein. Ich bin eingeklemmt, Hans. Ich bin so kurz vorm Ziel. Aber ich bin verletzt, Hans. Ich kann mich nicht selbst befreien. Verstehe. Ich komme zu dir. Aber wir müssen uns beeilen. Die Bergrettung sucht dich schon. Ich weiß. Wenn ihr mich findet, ist alles umsonst. Wie geht's, Sabine? Ich glaube, sie versteht's. Es ist nicht leicht für sie, aber... Du machst das ja für sie und die Kinder und ich glaube, das hilft dir. Tut mir leid, dass ich dich da so mit reinziehe, Hans. Du sagst mir jetzt genau, wo du bist. Dann drehst du dein Handy ab, okay? Gleich oben beim Klettersteig. Komm einfach rauf und ruf. Wo ist mein Junge? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Micha, mach den Heli startklar. Bin gleich da. Es ist hier kein öffentlicher Bereich, Franz. Also verschwinde. Also meines Wissens wurde die Terrasse im Zuge der Umbauarbeiten errichtet, gemeinsam mit dem Schwimmbad. Ist daher öffentlich. Also so sehe ich das. Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Sobald ich Gäste habe, werden die dich beehren. Franz, wer in deiner Bruchbude Urlaub macht, der hat kein Geld, um sich das Essen hier bei mir leisten zu können. Genauso wenig wie du. Soll ich dir die Preise mal vorlesen? Nicht nötig. Ich habe mir was mitgebracht. Willst du die Hälfte?
Hallo, Jos. Bea redet nicht mit mir. Ihr zwei seid doch befreundet. Mensch, ich muss doch mit ihr reden, das ist doch auch mein Kind. Kannst du mir helfen, Emily? Bitte. Aber dein Vater hat bestimmt nicht gemeint, dass du allein hier hoch sollst. Wenn du groß bist, dann aber nicht jetzt. Aber ich bin doch der einzige Mann jetzt. Meine Schwester ist ein Baby und meine Mama ist krank. Du bist noch ein Kind, Max. Okay. Ein junger Teenager. Das ist Papas Messer. Das hat er von seinem Papa. Onkel Hans war darüber sauer, dass er es nicht bekommen hat. Ich werde es verstecken. Onkel Hans hat es schon mal gestohlen, sagt Papa. Ja. Aber da waren die beiden bestimmt noch Kinder. Lausbuben. Nein. Onkel Hans hat gesagt, er wird es meinem Papa heimzahlen. Irgendwann. Es war wegen dem Unfall. Und das hat dein Onkel bestimmt nicht so gemeint. Das hat Papa auch gesagt. Na also. Max. Ich werde deinen Vater finden, das ist versprochen. Wir werden deinen Vater so lange suchen, bis wir ihn gefunden haben. Hör mir gut zu, niemand. Niemand geht im Berg für immer verloren. Okay. Verstehst nicht. Erst drängt Andreas drauf, dass wir bei der Suche keine Zeit verlieren. Jetzt sitzt er mit dem Jungen schon seit 10 Minuten da. Naja, das sind die 10 Minuten, die sich damals keiner für Andreas genommen hat. Warum? Was war da los? Wisst ihr das gar nicht mit seiner Mutter? Was? Also vor 30 Jahren ist seine Mutter im Berg verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Verdacht, dass das da leider nicht mehr geht. Ja, es tut mir wirklich furchtbar leid. Wir sind vollkommen ausgebucht. Schade. Tja. Warten Sie mal. Ich glaube, ich kann Ihnen da doch weiterhelfen. Schauen Sie mal. Urlaub auf dem Bauernhof. Ganz in der Nähe. Und ich mache Ihnen noch ein Angebot dazu. Sie können unseren Wellness- und Badbereich umsonst benutzen. Na, wie wäre das? Sie kennen ja die Bestimmungen des Fremdenverkehrsvereins.
Eine angebotene Unterkunft, die nicht ausgebucht ist, muss Ihnen zu bestehenden Konditionen angeboten werden. Also lassen Sie sich auf keinen Fall abwimmeln, ja? Max, da bist du ja. Wo warst du denn? Naja, ich... Max hat mir was ganz Wichtiges gezeigt. Hast du Hunger? Ist viel zu viel für mich. Ja. Entschuldigen Sie wegen vorhin, das mit Hans. Schon okay. Hans hat Alexander immer ausgenutzt. Und er merkt es nicht mal. Und das ist bestimmt keine Bruderliebe? Liebe? Alexander hat schlechtes Gewissen wegen des Unfalls. Und Hans hat Alexander verdroschen, als das Testament verlesen wurde. Er hat ihm die Nase gebrochen. Der ganze Knochen hat rausgesehen. Jetzt hat Papa eine Narbe auf der Nase. Aber nur eine ganz kleine. Sag mal, würde man auf einem Röntgenbild einen Nasenbruch erkennen? Natürlich sieht man sowas. Warum fragst du? Und? Keine Verhaltenbrüche. Nichts. Nichts? Nein. Dann sind das nicht Alexander Baumanns Bilder. Der hatte einen Nasenbruch. Der Mann von Sabine Baumann. Wurde er in dieser Klinik untersucht? Ich glaube schon. Wieso ist es heute wichtig? Vielleicht haben Sie recht. Und Ihr Schwager spielt hier ein ganz anderes Spiel. Der Vater hat Alexander bevorzugt, weil er schon früh in der Schreinerei mitgearbeitet hat. Hans wollte nicht. Und das hat ihm der Vater nicht verziehen. Und deshalb hat Alexander auch den Betrieb geerbt, obwohl er der Jüngere ist. Ja. Und Hans ging leer aus. Ich hätte ihn damals vom Hof gejagt, aber Alexander hat ihn ausgezahlt. Und sogar zum Geschäftsführer gemacht. Also diese Aufnahmen stammen aus einem Lehrbuch. Das kann sich jeder Mensch im Internet herunterladen. Ich habe die Randnummer geprüft. Und ich habe die echten Diagnosebilder. Kein Tumor? Ihr Mann ist nicht krank, er ist kerngesund. Was? Frau Baumann, ich kann mir wirklich nicht erklären, wie es zu dieser Verwechslung der Diagnose kommen konnte. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich kann mir schon erklären. Sie wohnen zusammen auf einem Hof. Und Hans geht da ein und aus. Alexander bringt sich um für nichts. Ich will damit, lassen Sie mich da raus. Nein. Ich bin zu meinem Mann. Hier, ganz genau. Hast du Baumanns Adresse? Dann ruf die Polizei. Sein Bruder hat wohl die Krankenakte mit einer Tumordiagnose vertauscht. Wegen der Versicherung. Darum geht's ihm nicht. Dem geht's um Rache. Dann suchen wir jetzt nicht nur nach Alexander, sondern auch nach Hans Baumann. So sieht's aus. Und jede Wette, dass der weiß, wo sein Bruder steckt. Ich fahr rüber zu ihm. Mit Glück ist er da.
Alexander! 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 Ich bin hier! Ich bin hier! Ich komm! Ah. Servus, Andreas. Hallo, Gerd. Und? Bergrettungseinsatz in schwindelerregenden Höhen. Was ist los? Ich muss da rein, dringend. Gefahr im Verzug? Gefahr im Verzug. Aha. Vielleicht. Was? Vielleicht im Sinne von vielleicht auch nicht? Also gut. Im Namen des Amtes für Gerechtigkeit. Also. Es wäre für mein Berufsbild eindeutig besser, wenn du jetzt was finden würdest. Es muss hier irgendwo einen Hinweis geben, wo Alexander jetzt ist. Warum soll denn der Bruder wissen, wo er ist? Weil es Hans' Plan war. Er hat Alexander so manipuliert, dass er dachte, er ist todkrank. Ja, und das stimmt nicht, oder? Nein, der ist kerngesund. Du hast gesagt, du findest Papa. Ja, das werde ich auch. Danke, Hans. Danke für alles. War dein Papa auch mal mit deinem Onkel beim Klettern? Ja. Und wo waren die unterwegs? Da darf ich erst hin, wenn ich groß bin. Wo darfst du erst hin, wenn du groß bist? Auf die andere Seite. Auf die andere Seite vom Plateau, wo wir zusammen waren. Das ist die Dachstein-Südwand. Tobias, die Dachstein-Südwand ist unser Ziel. 1000 Meter in die Tiefe. Bleibst bei deiner Entscheidung. Ich habe keine Wahl. Aber ich weiß, auf dich ist Verlass. Du kümmerst dich um alles. Sabine, die Kinder. Das Versicherungsgeld. Alexander, es tut mir so leid. Ich würde so gern was für dich tun. Du hast ja schon alles Menschenmögliche getan. Jetzt bringst du mich noch vor bis zur Kante. Und dann gehst du nach Hause. Ich will wissen, dass du da warst. Ja, so sieht's aus. Deswegen habe ich dir nie was erzählt. Dein Kind. Ich werd Vater. Noch irgendwelche Fragen? Willst du ein Junge oder ein Mädchen? Was macht der hier? Okay, okay. Raus, los. Bin ja schon weg. Thank you.
musst jetzt springen. Spring! Stopp! Stopp! Warten Sie! Sie sind nicht krank! Spring jetzt! Hören Sie zu! Tun Sie es nicht! Bitte! Sie sind kerngesund. Ihr Bruder hat Sie die ganze Zeit angelogen. Das ist Blödsinn. Das ist überhaupt kein Blödsinn. Ihre Frau hat ein Baby zur Welt gebracht. Ein gesundes Baby. Davon hast du mir nichts gesagt? Wofür denn? Denken Sie nach, überlegen Sie, bitte. Du sollst endlich springen! Die Schnauze! Warum, Hans? Warum? Der kleine, perfekte Bruder fragt den Krüppel, warum? Es ist vorbei mit deinem Glück. Erzählen Sie mal besser nicht Ihrem Sohn. Okay. Fehlt eine Ecke? Wo denn? Da von oben. Da? Ich glaube nicht. Marc, schau mal, wie da ist. Papa! Hallo, Max. Komm her. Komm. Hilfst du mir? Ja. Grüß Gott. Hallo. Oh. Oh. Tut mir leid. Max, hilfst du mir mit dem Bus? Mein Puzzle. Komm her. Hallo. Und? Anstrengenden Tag gehabt? Ich musste den ganzen Tag an Mutter denken. Meine Maris. Ich hab dich nie gefragt, warum. Ich hätte dir auch keine Antwort geben können. Sie ist einfach so in die Berge. Ohne Grund? Kein Abschied?
Und seit 30 Jahren vergeht kein Tag, wo ich mich nicht frage, ob wir sie je finden werden. Weißt du was? Niemand. Niemand geht für immer in den Bergen verloren. Niemand. Nacht. Ah, du, Andreas, hör zu. Warte, ich muss mit dir reden. Wegen des Wohnwagens. Ja. Ah, pass auf. Hör zu, ich kann das alles erklären. Na, da bin ich aber gespannt. Franz hat spontan unsere Zimmer vermietet. Aber ist ein Notfall. Das ist nur für ein paar Tage, weißt du. Aber ich kann die Gäste nicht wegschicken. Mama, weiterlesen. Gut, Vater. Du sollst sie haben. Wie viel? Eine Arzneiflasche voll.